Wir stehen hier in Gronau an der Leine und zwar tatsächlich in an der Leine. Es gibt ja noch ein anderes Gronau in Westfalen, aber das ist hier das Original Gronau an der Leine und stehen hier am Ufer derselben, was vor kurzem aber noch gar nicht so möglich war. Herr Gieseler, der Bürgermeister der Stadt Gronau, erklärt uns mal, warum. Ja, man muss sich so vorstellen, dass der Bereich, wo wir jetzt stehen, war mit Wildwuchs bewachsen. Es war überall Gestrüpp, kleine Bäume, Büsche. Man konnte die Leine zwar hören, aber man konnte sie eigentlich nicht sehen. Und wir haben versucht, jetzt natürlich diesen Fluss, die Leine erlebbar zu machen, um doch einen kleinen Naherholungsraum für die Stadt Gronau zu schaffen. Genau, und ich frage mal den Stadtdirektor Rainer Mertens, einen Naherholungsraum nicht nur für die Gronauer, sondern eben auch für Menschen, die den Fluss bereisen sozusagen. Was war denn in Gronau bislang das Problem für die Kanuten zum Beispiel? Für die Kanuten bestand das Problem darin, dass sie Gronau sehr wohl erreichen konnten, hier auch aussteigen konnten. Aber wenn sie dann die Leine weiter runterfahren wollten, mussten sie wieder zurückpaddeln. Alternativ haben daher viele Menschen vor der Stadt Gronau einen anderen Weg gewählt und sind schlichtweg an Gronau vorbeigepaddelt. Was natürlich nicht im Sinne der Stadtväter ist, denn wir befinden uns hier keine 300 Meter sozusagen von der Innenstadt entfernt. Ist das richtig? Auf jeden Fall. Wir sind ungefähr 2 Minuten Fußweg von der Innenstadt entfernt und wir sehen es täglich, dass Radfahrgruppen in der Innenstadt anzutreffen sind. Der Leine Heide-Radweg geht durch Gronau und diese Gruppen nutzen natürlich auch die Stadt für eine Zwischenstation und das erwarten wir auch von den Wassertouristen, die dann zu Fuß in die Innenstadt geführt werden durch eine gute Beschilderung und dort ihre Zeit verbringen können. Sie können ein Eis essen, sie können ein Bierchen trinken, sie können shoppen oder sich eben die Fachwerkgebäude angucken. Stadtdirektor Rainer Mertens kennt natürlich auch andere Orte an der Leine, andere Orte an dem Radweg. Wie normal ist denn ein solcher Bootseinstieg eigentlich, wenn ich als Kanute auf der Leine unterwegs bin? Bootseinstiege in hoher Qualität gibt es sicherlich an vielen Stellen, aber die Besonderheit von Gronau ist zweifelsfrei die unmittelbare Nähe zu dem, was Bürgermeister Gieseler gerade geschildert hat, nämlich die Möglichkeit hier in allernächster Nähe hier einmal gastronomische Angebote wahrzunehmen und wir haben auch Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe. Das dürfte sicherlich dazu beitragen, dass hier ein hohes Interesse besteht und auch weiter wächst. Es ist ja von hier aus in Eifelt ist ja das UNESCO-Welterbe bequem sozusagen, was auch an der Leine liegt sozusagen. Von dort aus kann man also bequem mal für einen Ausflug nach Gronau runter fahren auf dem Wasser, sagt man ja, und hier in der Innenstadt ein schönes Eis essen. Ja. Vielen Dank an die Herren und wir wünschen viel Erfolg mit diesem tollen Projekt. Gerne, wir würden uns freuen. Vielen Dank.